Ich bin online. What about you? What about this? This is switched off. Und ich bleibe immer an dem gleichen Platz. Jo, also erstmal. Man mag es ja nicht glauben, wir sind umgezogen. Eigentlich wollten wir draußen im Garten und jetzt sitzen wir in deinem Atelier. Ist das dein Atelier oder ist das dein Ausstellung? Ja, das ist mein Sommeratelier schon dann auch. Im Sommeratelier, ja. Beim Regen. Genau, im Winter zieht es mir hier zu doll und ist nicht frostig. Was war das, ein Schweinestall, ein Kuhstall? Das war ein Stall für Schwein und Kuh. Zwei Schweine und eine Kuh oder zwei Kühe und ein Schwein, das glaube ich nicht, aber so ähnlich. Und aber das war vor meiner Zeit. Wann hat denn deine Zeit angefangen? Meine Zeit hier hat 99 angefangen, 1999. Kam ich hierher. Ich war vorher schon im Wendland, aber mehr in der Luzi-Gusborn-Ecke. Genau. Und seitdem stellst du hier aus? Alleine? Ja, alleine. Ich habe auch schon mit Freundinnen ausgestellt. Ich hatte mit Anna Fabuli, diese Theaterfrau eben, hatte ich auch eine gemeinsame Ausstellung. Sie macht Scherenschnitt auch und Schattenspiel aus dem Karton und sie hat dann in meine Leinwände, die ich abgelegt und aussortiert hatte, die hat sie verwendet als Material und hat ihre Bilder da reingeschnitten. Wenn Anna-Maria arbeitet, dann fallen Schnipsel ab und ich habe die genommen und die Schnipsel wieder in ein Bild gestaltet. Und diese gemeinsamen Arbeiten, die haben wir hier zusammen ausgestellt und aber hauptsächlich in den letzten Jahren stelle ich alleine aus, aber ich lade mir dann doch immer wieder die Schattenspielerin ein. Ach genau, und dieses Dreierjahr, da habe ich dann Charlotte Treschke noch dabei gehabt. Die hat auch draußen ganz viele Installationen gemacht. Da ist jetzt noch diese Fäuste, die so in die Luft ragen, die sind teilweise noch übrig, aber inzwischen sehr verwittert. Also das ist eben schön, wenn so eine lange Zeit mit dieser Landpartie begleitet wird. Also ich bin ja ein fast mein halbes Leben quasi bin ich ja hier und habe das meine Kunst so dem Haus gemäß entwickelt und so sind immer auch die Sachen übrig geblieben von diesen schubweise Landpartie-Präsentationen. Und in den letzten Jahren war es jetzt so, dass ich auch dieses Netzwerk Wendland hautnah gegründet habe. Das ist aus der kulturellen Landpartie hervorgegangen. Und so kam das eben, dass die Landpartie immer der Auftakt für die Sommerausstellung war. Und genau, also der Rhythmus ist so, es gibt einen Lebensrhythmus, der bestimmt ist von der Landpartie. Im Herbst wird ganz viel sich getroffen und besprochen und geplant und im Winter, manchmal Dezember, manchmal Anfang Januar, wird angemeldet und dann wird gebrütet und produziert. Und wenn es dann ein bisschen offeneres Wetter gibt, dann so vor Ostern drängt es dann. Da muss dann der Raum fertig und geputzt werden und vielleicht noch was gebaut oder so. Und dann wird der ganze Hausrat umgeschichtet, weil der Winter, also im Winter steht eigentlich auch alles voll, weil es dann im Haus so klein ist. Das ist aber mein Spezielles, das macht ja jeder unterschiedlich. Und dann kommt die Sache richtig in Schwung und dann gibt es das Landpartiefieber, fängt dann so nach Ostern langsam an. Dann wird nochmal Wand ein bisschen nachgeweißt und noch eine Bank gebaut und dies und das und Schilder geklebt und eingerichtet und gehängt. Und da habe ich manchmal schon nächtelang hier verbracht. Mit Hörbüchern, mit Musik. Manchmal habe ich mein Essen hierher geschleppt und dann, wenn das Kind geschlafen hat, dann habe ich hier gewühlt und
Genau, alles eingerichtet und umgehängt und das musste dann so lange um- und umgehängt werden und die Nägel halten am neuen Platz nicht. Dann sind am alten Platz Nägel zu viel, die stören, die müssen raus. Wenn man sie rausmacht, dann gibt es ein Loch und bröckelt die halbe Wand einem entgegen, dann pudert die Luft vor lauter Kalkstaub und so ist das, dann wird es halt langsam ein bisschen dramatischer. Und dann kommt die Zeit nach Ostern. Also dann die Zeit kurz vor Pfingsten bzw. Himmelfahrt und dann steigt der Pegel schon an, wenn man mit Aussteller trifft oder so, dann gibt es richtig Dynamik. Jeder fragte, und wie weit bist du schon, hast du schon und wie machst du das? Und dann werden die Plakate verteilt, getauscht, da gibt es ein Plakatetauschtreffen, immer den Montag vor Himmelfahrt. Das ist mein allerschönstes Plenumstreffen, weil alle wirklich in ganz sonderbaren Zuständen sind, völlig panisch und übermüdet und verkramt, kommen sie dann daher. Das ist sehr lustig, also das ist das witzigste Plenum überhaupt. Da werden dann die Plakate eingeramscht und die werden ab da dann an die Plakatwände geheftet. Und dann gibt es auch die Schilder, die werden schon feierlich in die Landschaft gebracht. Ich bringe mein Schild feierlich am Giebel an und schaffe mir Plakatwände draußen an den Zaunen und mache Außeninstallationen und bis zum letzten Moment meistens die Ausstellung. Und das Zauberhafte finde ich, wenn ich selber als Touristin da war, dann bin ich ganz normal durchs Wendland gelaufen und dann ging das los mit der Landpartie und mit einem Schlag ist die Landpartie überall. Die poppt aus dem Boden wie so ein Pilz, der es ganz eilig hat und auf einmal ist es perfekt. Es ist alles schön, es ist geputzt, es ist fertig. Und ob man es glaubt oder nicht, jedes Mal habe ich das fertig gekriegt, bis zum Himmelfahrtstag, dass es fertig war. Und in der Nacht habe ich noch gesagt, ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht. Diesmal schaffe ich es bestimmt nicht, ich bin spät dran. Es hat immer geklappt und es ist wie Zauberei. Es ist magisch. Es ist unsere Wendland-Mai-Magie. Oh Gott, ich hoffe, dass das bei uns auch so wird. Im Augenblick sieht es ganz gut aus. Ja. Bei dir ist es dieses Mal ja irgendwie doppelt und dreifach doof, dass das ausgerechnet jetzt abgesagt wurde. Was ist dir durch den Kopf gegangen? Also erstmal ist mir durch den Kopf gegangen, ich hatte schon öfter im Plenum auch die wilde Idee, was ist eigentlich, wenn diese große Massenbewegung, die ein bisschen schwierig ist an manchen Stellen, einfach mal unterbrochen wird durch ein Ja, in dem man sagt, wir lassen die Landpartie ausfallen. Oder aber ganz radikal, wir machen eine Landpartie ohne Schilder. Oder wir machen eine Landpartie ohne Reisebegleiter. Wir schicken die Leute einfach nur los, dass sie wirklich auch durch die Lande streifen und Leute fragen. Genau, das. Und dann habe ich gedacht, aber ein Jahr, wo alle sich vorbereiten, wo alles eingetütet ist, das ist natürlich, ich konnte es nicht glauben. Ich fand es unglaublich eigentlich. Das war das Erste. Und das Andere ist, dass mir jetzt nach diesen ganzen Jahren, seit 99, eigentlich, es wäre meine letzte Landpartie an diesem Platz gewesen. Das heißt, diesen Wunderpunkt wird es nach diesem Jahr nicht mehr geben. Und ich hätte sehr gerne Abschied genommen. Ich hätte gerne Menschen noch eingeladen, von denen ich weiß, dass sie immer vorbeigucken wollten, aber es nie geschafft haben. Und ich wollte einfach Abschied feiern. Mit einer, hier passen ja nicht so viele Bilder rein, aber mit einer Gruppe Bilder aus allen Jahren sozusagen, so die verschiedenen Phasen und ja, Zeiten einfach spiegeln. Ich hatte ja auch unterschiedliche Materialien am Wickel, unterschiedliche Themen und dass das nochmal gesehen wird und erlebt werden kann, bevor ich
alles tatsächlich eintüte. Das sollte so eine richtig lange Abschiedsparty werden. Ja. Ja, doof. Doof. Umso schöner, dass ihr mich danach fragt. Und es geht ja auch nicht immer nur drum, Bilder ausstellen und dass sie gesehen werden und verkauft werden und so. Es geht ja auch drum, einfach diesen Umstand, dass ich hier eigentlich in meiner Ausstellung lebe und dass ich durch mein Leben jeden Raum gestalte, in dem ich weile, das betretbar zu machen für eine Außenwelt. Es ist immer so, ja, als Künstlerin oder Kulturschaffende, Kulturpädagogin, wie auch immer, merke ich ja gar nicht mehr. Meine Normalität ist ja eine ganz, die hat sich ja verformt auch. Ich denke immer, ja, das ist ja normal, das ist auch nichts Besonderes oder so. Und ich gestalte und gestalte und es lebt sich so hin. Wenn man lange an einem Platz ist, dann darf es bleiben und es darf wachsen und sich verändern. Und ich merke immer an den Reaktionen von Leuten, die von außerhalb in mein, es ist ja mein Privatfeld im Prinzip. Wenn ich fremde Menschen dann zu Besuch habe, was eigentlich nur zur Landpartie der Fall ist, also in dem Ausmaß, wie erstaunt und erschüttert oder wie fasziniert Menschen sind, dass man so leben kann. Also das ist eben, man spricht ganz viel über das Leben hier, über das Leben woanders, über die Windräder, über Atomkraft, über, das findet alles seinen Platz in diesen 12 Tagen. Und das sind wirklich wahnsinnig volle Tage, wenn man bedenkt, ein normales Kaffeekränzchen mit Bekannten ist vielleicht auf 3-4 Stunden begrenzt, aber dieses geht wirklich, die ersten kommen um 8 und fragen nach irgendwas und die letzten Begegnungen gibt es dann in der Dunkelheit und das ist permanent, 12 Tage und eigentlich noch ein bisschen länger, weil manche bleiben eben noch und es gibt plötzliche oder spontane Übernachtungsbesucher und spontane Lagerfeuer. Und es ist toll, wie Leute sich beschenkt fühlen, auch wenn sie einfach einmal Teil da sein können. Also, und es ist auch schön, einfach fremde Menschen einzuladen. Nimm doch teil einen kleinen Moment an meinem Leben und tauschen wir uns aus an einem Lagerfeuer oder so. Genau. Ja, das dazu.